Ja, hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich habe hier einen frischen Tee. Und eine Entscheidung getroffen. Nachdem ich hier ein bisschen Zeit verbracht habe mit Farmen und Bauen, bin ich zwischendurch, ich bin immer wieder losgeflogen und habe im Prinzip nach anderen Basespots gesucht. Weil das hier irgendwie, diese Burg engt mich halt ein im Sinne von, sie mit einbeziehen zu müssen bei dem, was ich baue. Und da ich ja ohnehin ursprünglich gerne mal in einer Höhle bauen wollte, habe ich mir ein YouTube-Video angeschaut, wo so ein paar Bauhöhlen hier auf Fjordur vorgestellt werden, auf der Hauptwelt. Und da war eine Höhle dabei, wo ich dachte, das ist bitter, dass die so nah an meinem Haus ist und ich die nicht gesehen habe. Aber ich muss dahin umziehen. Ich werde euch das jetzt nicht antun oder mir und euch, dass wir das zusammen machen. Deshalb ist es jetzt hier eigentlich auch nur ein sehr kurzes Infovideo. Und zwar ist es gut Stück hier. Eine atemberaubend schöne Höhle. Wie ihr seht, war ich hier schon drin. Ich habe ein bisschen Licht gemacht. Ich mache mal das Gamma hoch. Ich hoffe, das reicht, um hier mal zu gucken. Es wird natürlich nachher viel besser beleuchtet, wenn ich dann hier nicht reingebaut habe. Aber ich will hier wohnen. Ich will hier sein. Es gibt hier einen zweiten Ein- oder Ausgang, wie man es nimmt. Ist einfach nur irre, irre schön hier. Sie ist gigantisch groß. Ist noch ein Ausgang. Und die liegt quasi unter meiner Burg. Ja, jetzt schauen wir uns die in aller Ruhe nochmal zusammen an. Also es gibt einmal hier so eine untere Ebene. Was ich jetzt noch nicht getestet habe, ist, ob das Wasser funktioniert. Ich bezweifle es. Das macht aber nichts, weil wir können ja so eine Wasserquelle. Ja, nee, es geht nicht. Ach doch! Nee, oder? Das ist leer. Hat jetzt aus dem Dings getrunken, aber er füllt es nicht. Okay, das ist nicht so schlimm. Oh. Damit habe ich gerechnet. Aber wir können ja eine eigene Wasserquelle aufsetzen. Insofern ist es für die Optik mega schick, weil es sieht so ein bisschen aus wie Nebel. So, da haben wir hier diese Ebene. Zieht sich hier komplett einmal durch mit diesem Flüsschen. Mega schön. Ist komplett durch. Und hier hat man sehr viel Platz für alles Mögliche. Und hier kann ich die Flugis fliegen lassen, so wie ich das eigentlich, weil ich hatte ursprünglich die Idee oder den Gedanken, auf die Burg ein Glasdach zu setzen, damit die Flugis da rumfliegen können. Aber hier einfach eine Tür an jedem von den beiden Eingängen und dann können die hier rumflattern, wie sie wollen. Zumindest die Kleinen, die Großen werden nicht rumfliegen. Und ich werde mich jetzt mit Begeisterung hineinstürzen, einen Schredder bauen, zu Hause, also in der Burg. Die ganzen Strukturen reinschmeißen und hoffentlich anständig Ressourcen zurückbekommen. Außerdem war ich ohnehin Farm für den Zaun. Was ist das für ein komischer roter Fleck? Das sah nur von oben so aus. Und dann werde ich mich hier, und dann gibt es hier halt überall so diese Wege und Brückchen. Man muss es nicht selber bauen, man kann es einfach nutzen. Und hier richtig schön was draus machen. Da habe ich voll Bock drauf. Und ich sage, es war am Anfang einfach das mühselige, Entschuldigung, meine Stimme rutscht gerade weg. das mühselige Farmen von Rohstoffen, was einem so das Bauen so ein bisschen verkretzt. Aber inzwischen habe ich ein paar Tiere. Ich habe ein bisschen an den Einstellungen geschraubt. Das heißt, wenn ich mal farmen gehe, ist dann ratzfatz auch der Schrank voll. Ja, und dann kann man auch losbauen, wie eine Irre, ne? So, in dem Sinne, ihr Lieben, das nächste Video wird ein wenig auf sich warten lassen. So viel kann ich schon mal im Vorfeld sagen. Ich muss mal gucken. Entweder mache ich zwischendurch mal so ein Bauabschnitt-Video oder hole euch dann eben nur dazu, wenn es fertig ist. Wobei fertig ist bei dieser gigantischen
bei dieser Größe natürlich so eine Sache, ne? Aber ihr wisst, wie ich meine. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Morgen kommt auf jeden Fall mal ein ganz anderes Video. Ich habe am Freitag eine Reise in die Vergangenheit angetreten und ein sehr altes Strategiespiel gespielt und habe das aufgenommen, weil ich richtig Bock drauf hatte, euch das mal zu zeigen, wie so früher das mal war. Das konnte trotzdem begeistern und kann es wieder. Also, wer Lust hat, schaut mal rein. Und wir sehen uns spätestens Ende der Woche, werde ich auf jeden Fall wieder ein Video hochladen. Aber es kann halt wirklich sein, dass jetzt Dienstag, Mittwoch, vielleicht auch Donnerstag nichts kommt. Also seid nicht traurig. Ich ziehe hier gemütlich um und wenn das erledigt ist, brauche ich auf jeden Fall, dann haben wir wieder Platz. Und dann brauchen wir auf jeden Fall ein River-Mädchen für unseren Prinz. Und dann gibt es ja noch zwei andere Welten, die wir noch nicht gesehen haben. Ja, ne? Unter Wasser wollten wir auch noch uns anschauen, ich mir. Ja, in dem Sinne, ihr Lieben, lasst euch gut gehen. Habt eine angenehme Woche. Und wir sehen uns erstmal morgen. Und ansonsten hier auf der Ark-Geschichte Ende der Woche. Also lasst euch gut gehen und bis dahin. Bye bye.